meine Lieben, und herzlich willkommen aus Köln. Jetzt ist es soweit, jetzt kommt der FIBO-Vlog. Ja, war doch eigentlich klar, dass es dazu einen Vlog gibt, in dem ich so meine ganzen Eindrücke zeige. Und ich befinde mich auch hier schon in Köln im Hotelzimmer. Es ist gerade auch... Ich sehe jetzt auch gerade eben, dass das Bett nicht gemacht ist. Wir sind hier in einem sehr netten Zimmer. Kann ich euch eigentlich gleich mal zeigen. Dieses geheimnisvolle Plätschern ist mein Freund, der gerade in Dusche ist. Wir haben hier direkt Bahngleise vom Zimmer. Man hört hier gar nichts. Es ist vollkommen egal. Hier rechts einmal Fernsehfront. Dann geht es hier rüber zum umgemachten Bett. Es tut mir leid. Und ich dachte ursprünglich auch, dass wir alle 4 Tage auf der FIBO sein würden. Jetzt sind wir eben, gestern sind wir am Abend angekommen, dann haben wir noch ein bisschen gechillt. Am Donnerstag sind ja meistens nur die Händler dort. Jetzt geht es erstmal ab zum Frühstücksbuffet und um 9 Uhr können wir direkt vom Hotel aus rüber zur FIBO gehen. Das ist sofort in der Nähe und dann sehen wir uns dort am besten gleich wieder, okay? Na, dann bis gleich. Findest du meinen Weg? Das ist geile Weste. Zeig mal dein Outfit. Schau mal, seht mal, wie der Erdschan angezogen ist. Können wir so gehen? Wir werden dort unsere bedruckten Klamotten bekommen. Jetzt schauen wir mal, was auf uns zukommt. Genau, also wir nehmen auch die Fans sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ihr merkt es ja auch durch unsere Videos, dass für uns euch motivieren, gleichzeitig auch Motivation für uns selber ist. Das waren schöne Worte. Gell? Und in diesem Sinne hoffen wir, dass sich ganz viele Leute jetzt sehen. Das komplette FIBO geschehen und ich bin jetzt hier an meinen Stand angekommen. Schaut euch mal diese Wand an. Da steht mein Name drauf. Wir beide sind eben heute erst bei der Supplement-Firma. Aber ich find den Stand hier einfach mega. Wir sind eigentlich schon zu spät und dann müssen wir einfach weiter zu GN. Erdschan und ich sind jetzt direkt nach der FIBO zum Einkaufen. Bisschen einkaufen,
Das Nötigste, wir werden für 2 Tage vorkochen. Genau, wir dürfen die Hotelküche benutzen und da wollten wir euch mal zeigen, wie das dann bei uns so aussieht. Genau, bis gleich, Frank. So, Einkäufe in die Küche geräumt, wir haben noch kurz pausiert und jetzt bin ich hier mit dem Erdscham. Wir dürfen hier die Küche benutzen. Genau, und ab hier habe ich es geschafft, dass mein Akku von der Kamera alle gegangen ist. Aber ich wollte euch nur sagen, dass wir hier eben in der Küche für 2 Tage vorgekocht haben, das heißt für Samstag und für Sonntag, damit wir unsere ganzen Mahlzeiten mit zur FIBO nehmen konnten. Das war alles super easy und danach haben wir alles wieder schön sauber gemacht und das war auf dem Hotel voll okay und wir waren super happy. So, guten Morgen meine Lieben, wir haben heute schon Tag 2, heute ist Samstag und es tut mir mega leid, ich wollte gestern Abend, also am Freitag, haben wir dann noch in der Hotelküche vorkochen dürfen, die Edson und ich, das ist wirklich super süß gewesen und danach waren wir noch im Training und haben Bizeps, Trizeps trainiert, das wollte ich euch unbedingt auch noch aufnehmen, aber ich Vollhorst, hab mein Ladegerät nicht dabei gehabt. Jedenfalls war dann der Akku alle von meiner Kamera und das habe ich dann in der kurzen Zeit nicht mehr hinbekommen. Heute bin ich bei Gymshark. Davor bin ich auch kurz bei meinem Sweating Beauty Stand. Dazwischen bin ich dann auf dem Wettkampf Jurorin gemeinsam mit dem Erdscham. Also ich bin nicht auf der Bühne, sondern hinter der, also vor der Bühne. Ich habe auf Snapchat eine kleine Abstimmung gemacht, welches Outfit ich denn wählen sollte. Das grau-pinke oder grau-blaue. Und es hat eindeutig das grau-blaue gewonnen. Und die Gymshark-Klamotten, die sind wirklich super bequem. Jetzt um 8:30 treffen wir uns hier im Hotel mit RTL, denn die begleiten das Ganze. Und finde ich mega cool. Es wird ein aufregender Tag. Und da nehme ich euch heute einfach mit. Mega cool. Ich hatte jetzt gerade, glaube ich, 4 oder 5 Kameras auf mich gerichtet und dann wollten hier draußen schon welche Selfies machen und jetzt geht es aber erstmal ins Sweating Beauty Stand und ich bin gespannt, wer das so alles kommt. Sehr geehrte Hallo Leute.
Letzter Tag, Vollhorst, schaffe es halt echt immer. Ich habe jetzt Freitag und Samstag echt geschafft, dass der Akku von der Kamera gerade mal so bis mittags, nachmittags gehalten hat. Sonntag ist auch nochmal so ein voller Tag, aber ich freue mich auf jeden Einzelnen. Und hier in dem Video möchte ich mich auch nochmal herzlichst bei jedem bedanken, der mich besucht hat, der vorbeigekommen ist. Es macht halt mega viel Spaß und diese ganzen Emotionen, die darüber kommen, die Blicke, wenn man sie auf einen zukommt, das gibt mir einfach wahnsinnig viel. War dann gestern Abend eben dann nach der FIBO habe ich mich dann kurz mal ins Bettchen gelegt und dann war ich einmal komplett weg. Dann nach 4 Stunden wurde ich mal geweckt, so ja, der Ärzte hat gefragt, ob wir noch ins Training gehen wollen, und wir sind dann definitiv noch ins Training gegangen, haben Brust und Waden noch trainiert, werden auch direkt heute am Sonntag nach der FIBO mit dem Auto losfahren. Das Hotel werden wir jetzt auch nach dem Frühstück verlassen. Und ich nehme mich jetzt auch nochmal zum Buffet mit und dann chillen wir noch ein bisschen im Erdschaden und frühstücken langsam. Dann wird er zusammengeräumt und dann geht's ab auf die FIBO. Letzter Tag, ich freue mich schon. Kaum vom Frühstückstisch aufgestanden, kommt die süße Rosella. Voll süß, wir sind im gleichen Hotel hier bei der FIBO besucht. Ja. Heute auch am letzten Tag. Beikommen. Und sie hat nach einem Foto gefragt. Hallo liebe Lisa, hier ist die Sophia und ich habe gerade deine Freundin gerade hier im Hotel am Frühstücksbuffet getroffen und es ist wirklich schade, dass du nicht kommen konntest und ich hoffe, wir sehen uns mal und ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße und bleib motiviert. Bis bald. Ich hoffe, das passt. Die haben sich alle nicht getraut, die haben mich alle erst befrühstücken lassen. Ich glaube, wenn ich in der Frühstücksbuffet vor dem Frühstück noch komme, dann sehe ich so Grumpy Cat-mäßig aus. Aber danach bin ich ja wieder voll glücklich, wenn das Frühstück schon mal drin ist. Und jetzt so ein paar Selfies gemacht. Was ich auch mal kurz erzählen wollte, und zwar am Samstag war ich ja am Gymshark-Stand. Das war alles ein bisschen schwierig, denn ich war einmal von 12 bis 14 Uhr, denke ich, dann war ich der kurze Wettkampf, wo ich weg musste, und dann wurde ich dort noch irgendwie eingespannt und bin dann doch irgendwie sehr unregelmäßig dann unterwegs gewesen. Aber das war so süß, da waren echt Leute, die haben 3-4 Stunden lang gewartet, und ich weiß nicht, wie ich da meinen Dank euch irgendwie angemessen aussprechen kann. Ich habe dann meistens gefragt, ich habe mich dafür entschuldigt, dass mir so leid tut, dass sie so lange warten mussten. Und dann hat eigentlich fast jeder gesagt, das war es mir wert. Und das ist einfach so krass. Ihr seid krass, wirklich. Ja, Erdschan und ich haben uns schon auf den Weg gemacht. Letzter Tag. Wir freuen uns. Ja, und du hast gerade einen Anruf bekommen, dass die jetzt schon an unserem GN-Stand ausrasten. Jetzt schon. Genau, die Schlange steht lang und wir freuen uns aber.
es geschafft. Wir haben es bestanden. Jetzt gehen wir glücklich zum Auto und fahren direkt los. Wir sind 6 Stunden unterwegs. Ich denke, um Mitternacht werden wir zu Hause sein.